Ja, krasser Scheiß. Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich hatte hier aufgerufen, hier in den Community Clan mal ein CK zu machen, ein oder zwei. Und ich muss zu meiner Überraschung sagen, die Leute spielen hier vor allen Dingen die Clan-Spiele. Finde ich sehr, sehr gut. Also, letzter CK, ich habe es ja schon verraten, so hier und da haben wir gerockt, kann ich euch sagen. Denn wir haben jetzt ein Winstreak, also eine Siegesserie und sehr, sehr nett. 90 Sterne, Leute. 90 Sterne. Also Full House hier. Ich bin absolut stolz auf diese Truppe, die hier mitgekämpft hat. So zwei, drei Leute sind jetzt gerade raus aus dem Clan und aus dem CK. Das macht aber nichts. Das war ja vorher auch genauso abgesprochen. Und trotzdem super, super Ding hier. Und wirklich, wirklich tolle Angriffe. Ich kann das Ergebnis ja ruhig schon verraten. Es ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Und ich starte hier ganz, ganz unten mit dem Panzerfohn heute mal. Denn er ist der übergeruschte hier bei uns. Nämlich mit einem Rathaus 9. Ja, glaubt man nicht, er ist ein Rathaus 9. Mit recht wenig Zaubern und den kleinen, kleinen grünen Drachen. Ist aber nicht so schlimm. Denn wenn man hier drei Sterne holt und wir waren hier absolut diszipliniert. Ich glaube, irgendeiner hatte das hier auch heute Abend mal gesagt oder gestern nach dem CK. Blende ich euch gleich mal ein. Und genauso habe ich das eigentlich auch gesehen, denn so auch hier kam immer wieder mal so die Stimmen hoch, dass, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was wird das nur für ein CK? Ja, lassen wir uns mal überraschen. Also, was wird das für ein CK? Der CK ist super gelaufen, hier alle hyperdiszipliniert und ganz, ganz besonders drauf, diesen Clankrieg hier vor allen Dingen zu gewinnen. Und es ist ja mein erster Clankrieg, den ich in diesem Clan überhaupt gewinne. Also in dem Event-Clan hier, in dem Community-Clan, der erste Sieg überhaupt. Und ja, wir sind auf dem Weg zu Clan Level 5. Muss ich noch ein bisschen belächeln, dauert noch ein bisschen. Aber ich hatte jetzt nicht mehr da zu aufgerufen, dass wir hier joinen, denn wir spielen den nächsten CK mit 25 Leuten, also auch wieder richtig, richtig, richtig nett. Ich musste nur einen entlassen, der hat halt überhaupt nicht angegriffen. Eigentlich haben nicht zwei angegriffen, aber der eine ist halt auch von mir. Der konnte hier nichts reißen und locken brauchten wir ja auch nicht. Also nett, echt nett. Ich muss mal eben schauen, wo wir überall so zugehauen haben. Ich glaube, bei der bösen Mama hier. Ja, das passt. Rathaus 8 auf Rathaus 8. Das passt sehr wohl. Und die Konstellation hier mit dem Rathaus 9er, 8er, 7er, 6er war, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Wir haben hier zwei Spendenaccounts gehabt, den Nico und meine Wenigkeit, die hier ab und zu mal in dem Clan waren, beziehungsweise für eine längere Zeit. Der Nico ist glaube ich, noch drin. Und deswegen gerade für die Rathaus 9er oder auch für die 8er mit Bowler, wir sorgen hier für Max-Truppen im Clan. Das ist überhaupt kein Thema. Wie gesagt, der Nico hat sich dazu bereit erklärt, hier so ein bisschen auszuhelfen. Und auch meine Wenigkeit war hier jetzt ja doch, ich war gut einen Tag hier und habe mir das ganze Spektakel so ein bisschen mit angeschaut. Und tolle Dinger. Ja, muss ich sagen, das Clash of Clans, so wie es mir eigentlich auch gefällt. Und ich war sehr, sehr überrascht, dass alle wirklich ganz diszipliniert, auch die dann nichts mehr reißen konnten, hier so gut angegriffen haben. Denn ich habe irgendwann natürlich mal rausgehauen, Leute, holt euch den Bonus, übt irgendwo, denn das kannst du dann manchmal nur noch machen, so mit Rathaus 7 vor allen Dingen hier. Hat aber gut geklappt. Und von daher fand ich das sehr, sehr gut, dass keiner seinen Angriff irgendwo verschwendet hat. Wir konnten extrem hochgehen. Das werdet ihr gleich in den Verteidigungen des Gegners vor allen Dingen sehen. Denn wir waren so ein bisschen, wir waren ein wenig, wie soll man sagen, Mismatch. Wir hatten nämlich oben einen Zehner, einen Elfer und noch einen Zehner, glaube ich. Ich glaube, wir haben zwei Zehner gegen uns gehabt und einen Rathaus Elfer. Und wir waren selber ja oben nur Rathaus Neuner gelistet, die so ein bisschen was reißen mussten. Aber ich zeige euch einfach querbeet hier die Angriffe hier. Ich muss mal schauen. Ja, okay.
Den Toto zeige ich euch auch ein bisschen länger. Also auch hier Rathaus 7 auf Rathaus 9. Naja, 7, sei mal dahingestellt. Das war jetzt nicht so wirklich 7. Aber ich habe auch hier alles gegeben. Also mit dem Rathaus, ich glaube, ich war ja mit dem 6, 7, 8 und 9 dabei. Aber ich glaube, den 7er hier, den kann ich mal ganz, ganz nett zeigen. Denn mit Drachen hier auf diese Base hier, ich meine, das ist mein Rathaus 7. Und der hat die Base hier richtig, richtig nett gerockt. Ich habe hier jetzt nochmal den König mit reingeschickt, dass der ein bisschen hier außen Platz macht, damit meine Drachen hier drin bleiben. Und es war sehr, sehr eng. Sehr, sehr eng. Aber es hat funktioniert. Und wo es funktioniert hat, das ist auch bei vielen, vielen anderen hier, auch die, die ich hier jetzt nicht zeige, oder die, die hier einen Stern geholt haben oder zwei Sterne geholt haben, alles überhaupt nicht so schlimm. Wir haben das absolut nicht für schlimm empfunden. Ich muss mal gerade schauen. Den Dutimbo hier, das ist Rathaus 8 auf Rathaus 8 mit Machttrank. Ja, mit Machttrank. Also auch das kam hier vor, finde ich auch beeindruckend, dass hier Leute, so wie der Dutimbo, den Machttrank nutzen, obwohl sie wissen, sie sind in einem Community-Clan. Das ist ja der Community-Clan von mir, mit denen spiele ich eigentlich Events hier. Und ja, das Event bleibt erstmal auf. Also wir spielen weiterhin Clankrieg und spielen sogar die Clan-Spiele. Ich glaube, wir sind schon über 30.000 Punkte. Auch dafür einen vollen Daumen nach oben. So ein paar Punkte werde ich noch holen mit meinen Charakteren hier. Es wird auch nicht mehr ganz so viel sein. Ich denke mal, die 50.000 sind, die werden ganz, ganz knapp. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich hab gedacht, hier spielt überhaupt keiner. Denn die ersten beiden Tage war hier null. Und plötzlich fingen die Leute dann an, hier die Clanspiele zu spielen. Ja, habe ich dann natürlich gedacht, mach's mal mit deinen Charakteren. Und habe auch ein bisschen was geholt. Also auch hier bin ich so ein bisschen, ja, ich war so ein bisschen mehr aktiv hier. Denn es freut mich natürlich, wenn hier Leute drin sind, die einfach mal ganz querbeet mit mir spielen. Ob das jetzt Clankrieg ist oder die Clan-Spiele, es ist einfach Clash of Clans und es ist so auch so ein bisschen so die Freude. Wir waren hier super aktiv im Chat, auch wenn ich tagsüber ja so gut wie gar nicht kann. Ich konnte wirklich nur abends hier so ein bisschen was beisteuern, aber der Rest hat sich hier richtig, richtig gut selber ein bisschen geholfen. Ich glaube, jetzt haben wir zwei Rathaus 10er noch hier drin. Der Avatar ist noch dabei und der Netflix oder sowas, die auch noch so ein bisschen spenden können, wenn man ein bisschen üben will. Aber ich glaube, das Max-Truppenspenden ist hier nur so ein bisschen so im Bowler-Bereich. Da waren wir ein bisschen unterbemittelt, weil natürlich keiner hier war, außer jetzt der Nico und meine Wenigkeit, die hier so ein bisschen Bowler gespendet haben. Und dennoch, ist wirklich nicht schlimm. Ihr seht hier immer noch 8 auf 8 mit 1er Golem. Und 3er Hogrider auf diese Maxed Out RH8 Base. Auch das ist sehr beeindruckend, was die Leute sich hier teilweise so ein bisschen zutrauen. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen festgestellt, die Masse hier weiß auch genau, was sie tut. Die weiß genau, was sie tut. Und hier ist ja während des Clankrieges keiner raus, keiner rein. Ich hatte die Pokale ein bisschen höher gestellt, damit hier nicht irgendwelche komischen Leute reinkommen, nur weil sie hier mal drin sein wollen. Denn ich glaube, die 30, die hier jetzt gekämpft haben, und sie haben wirklich gut gekämpft, waren so ein bisschen, man könnte es fast so als bezeichnen, so als wenn die schon immer hier gewesen wären und sind so ein kleiner Stamm geworden. So muss ich das mal sagen, denn ich war echt überrascht. Habe ich ja eben schon gesagt, ich war wirklich überrascht, dass hier so tolle Angriffe zustande kamen, die Leute sich Gedanken gemacht haben, welche Base kann ich machen, gehe ich zu hoch, gehe ich zu weit runter. Nein, das war hier überhaupt nicht der Fall. Das passte, der Clankrieg war bis auf so ein bisschen da oben, ja auch der, oder war sehr, sehr auf Augenhöhe und deswegen, ja. Richtig krass, mit 3er Hogridern hier und 1er Golem. Entschuldigt bitte. Ist das wirklich schon sehr, sehr nett. Hier außen nochmal die Cleanup. Magier, so ein bisschen halten die auch schon aus. Gar keine Frage. Und
Und hier außen machen es jetzt noch die Bowler mit den Hocks. Und dann ist das auch hier gewesen. Wo haben wir hier noch was offen? Ah, okay. Das eine Lager hier. Aber sauber. Der Angefahr ist sehr gut. Ja, irgendwo bin ich jetzt gerade stehen geblieben. Sorry, Leute. Wir haben hier den 7 auf 13. Okay, das ist ein bisschen runter, aber ich glaube, von der Range her passt das. 13er King, 16er Queen. Sauber hier zweier Hunde und auch die Loons schon auf Rathaus Level 9, also auf 6. Und okay, ich habe solche Angriffe hier, die bezweifle ich ja immer. Clanbunk natürlich schön gelockt hier, schön weggemacht. Aber hier hinten ist dann natürlich eine Queen, aber das ist eine Zweier-Queen. Das ist eine Zweier-Queen und die ist nicht so wirklich prall. Und die steht hier auch noch so jenseits von diesen Defense-Gebäuden hier, wo die Loons sowieso rauf rumhämmern, denke ich mal. Also hier so ein bisschen aus den Ecken hier in diese Base reingekommen. Die Loons fliegen zwar ein bisschen blöde, ist aber erstmal nicht ganz so tragisch. Und die Queen hat schon mal so ein ganz, ganz kleines bisschen Schaden bekommen. Bekommt jetzt allerdings etwas mehr Schaden, weil sie Richtung der Teslas gleich gehen wird. Und da ist sie nämlich jetzt schon. Also die sind jetzt schon weg. Und zwei Loons reichen dann ganz, ganz locker. Also auch so ein Ding hier echt krass geschaukelt. Gute Überlegungen hier teilweise. Also wie ich es eben schon gesagt habe, die Leute wissen schon so ein bisschen, was sie in ihrer Range machen können, was sie schaffen. Und das war absolut in Ordnung hier vom MLLX hier auf die Nummer 13. Also da gab es überhaupt nichts zu meckern. Der musste auch nicht hoch oder runter gehen. Wir haben aber trotzdem Leute, die hier so ein bisschen hochgegangen sind. Ich springe hier jetzt mal extrem hoch, denn das ist der Ivan hier. Das ist der Ivan hier und das war eigentlich unsere schwerste Base. Ich habe sie nicht geschafft, denn diese Magiertürme vor allen Dingen auf den Rathaus 10 Niveau, die haben uns schon ein bisschen zu schaffen gemacht. Zwei X-Bogen, trotzdem nur in dieser Base, keinen einzigen Inferno. Mal schauen, wie er das hier gelöst hat, denn hier hatten wir so ein paar Versuche dann drauf am Ende. Ist auch absolut richtig so und auch dieser Angriff hier war sehr, sehr knapp. War super, super knapp. Aber alles versucht hier mit mehreren Accounts sind wir auf dieses Rathaus gegangen. Denn am Ende haben uns wirklich nicht mehr viel Sterne gefehlt, nämlich nur noch zwei Stück. Also wir hatten sowieso schon 88 Sterne und mussten nur noch zwei Sterne holen. Am Ende, das war uns eigentlich egal, weil wir hatten diesen Clankrieg schon zu dem Zeitpunkt recht deutlich gewonnen, muss ich sagen. Das hatte sich so ein bisschen rauskristallisiert aufgrund unserer Verteidigung, der Angriffe der Gegner. Und jetzt geht das hier unten mit den Hocks rein. Ja, die müssen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, hier die Hocks, denn die haben schon mehr Riesenbomben hier zu überstehen. Das ist eine Rathaus 10 Base und natürlich hat er, glaube ich, eine Riesenbombe mehr, meine ich. Ja, er hat eine Skelettfalle mehr, beziehungsweise die Skelettfallen können natürlich noch ein. Erstmal hatte einen noch mehr als ein Rathaus 9er. Die können natürlich auch mit den Skeletten dann, ist klar, die sind damit dann befüllt. Und oder halt mit Lufttruppen. Der King und ist jetzt nicht ganz, ganz so hoch. Aber dennoch gerade der Flächenschaden hier für die Hog Rider war schon nett. War schon nett. Also das darf man sich nicht ganz so einfach vorstellen. Ihr seht auch, dass er hier schon die Bogenschützentürme gut im Ausbau hat. Glücklicherweise. Da hinten nochmal eine Riesenbombe. Boah, ich habe diese Base gehasst hier. Und jetzt gehen die Hogs erst nach außen und fangen mit dem Cleanup an und lassen den King hier ganz alleine. Der Golem geht jetzt natürlich Richtung King, beziehungsweise zum nächsten Gebäude. Und da klopft der King jetzt erstmal raus. Also hier in der Mitte waren die beiden Hog Rider. Zwei oder drei. Und außen entscheiden sich jetzt endlich dafür, den King hier zu machen, diesen Low King hier, diesen Elver. Also erstmal das Lager wegmachen, klar, Leute. Ist natürlich wichtig für die Hog Rider, aber jetzt könnt ihr sehen, wie schnell der King hier dop, 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 bäh, weg ist. So, das war's dann auch. Und glücklicherweise haben wir den 7er hier auch geschafft. Also kleiner Angie hier, ein Rathaus 10. Und wir haben natürlich auch ein Rathaus 11 hier gemacht im oberen Bereich. Ich muss mal eben schauen. Der Rathaus 11 im oberen Bereich, ich glaube, es war der 2er, oder? War es der 2er?
Ah ja, den hat unser Slenderman gemacht hier, ein Rathaus 9er. Und jetzt guckt euch diesen Schrott hier an. Glücklicherweise waren der 10er oben. Der hatte zwar ein paar Infernos, aber der 11er hier, der hatte ja mal gar nichts. 240 Truppen, glaube ich, so wie ich sehe, ne, 235 Truppen. Und die haben auch nichts gerissen bei uns. Glücklicherweise, da konnte man sich schon ganz, ganz früh hier schön im Vorteil wiegen. Und jetzt geht es hier mit den Riesen rein. Die Walküren kennen keinen anderen Weg als den irgendwie hier rein, in diese Schrottbase. Ja, es ist einfach eine Schrottbase. Ihr seht das hier, das ist ein Rathaus 8 Niveau. Wenn überhaupt, doch Rathaus 8 ist es, glaube ich. Luftabwehr natürlich nicht. Also jetzt mit irgendeiner Armee kommen können als Rathaus 8er, 9er. Den hättest du in jedem Fall gemacht. Der Slenderman hat sich hier, hat die Herausforderung angenommen und hat diesen Elfer hier mal eben erledigt. Ich spüle euch den ein bisschen vor, denn komm, Schwamm drauf. Richtig krasses Teil hier, also so wie es auch im Thumbnail steht, krasser Scheiß hier. Wir haben den ersten überhaupt Clan-Krieg hier im Community-Clan nach xx Monaten gemacht und ihn gleich sowas von heftig dominiert. Und ich glaube, die 1 der WASP ist auch hier der heroische Angriff. Ja, es hat die Tage jemand geschrieben, Mensch Toto, wäre schön, wenn der heroische Angriff wirklich der heroischste ist. Der WASP ist hier natürlich ein Rathaus 9er, mehr hatten wir nicht. Und der Angreifer oder der Verteidiger hier ist ein Rathaus 10 mit zwei Infernos auf, was ist das eigentlich, auf Multi, beide auf Multi. Trotzdem hat er hier die Kombination mit den Hexen gewählt und dem Bolan in der Clanburg, also das Rathaus 9, haben wir nicht viel. Und ihr könnt euch das anschauen, hier die Helden, ja, 10 und 13, ne? Das nenne ich mal Eier. Kann man nicht anders sagen, denn mit solchen Pärchen hier auf so eine Base, okay, die Base ist so ein bisschen Rathaus 8 Niveau, aber er hat immerhin Infernos, er hat ein größeres Rathaus, das nimmt mehr Trefferpunkte, er hat eine 30er Clanburg, hat auch ein bisschen mehr Trefferpunkte, kommen 30 Truppen raus, dennoch glaube ich, hat er das echt stark gelöst. Und wir haben hier natürlich, wir sind hier im Jubel ausgebrochen, als die Base hier schon fiel. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt mit Alex noch keinen Angriff gemacht. Ich glaube, unsere Nummer 3 und 4 oder so, die hatten auch noch keine Angriffe. Da war dieser CK eigentlich schon entschieden. Und das ist eigentlich das Schöne, dass sich alle so viel Mühe gegeben haben, diesen Clankrieg hier für sich so krass zu entscheiden. Und ja, es ist immer noch keiner, oder es sind ja ein paar raus, aber ganz zu Recht, das war auch so geplant. Ich hatte ja gesagt, wer dann wieder in seinen Clan geht, also in den Stammclan, Clanspiele machen, vielleicht den nächsten CK da mitnehmen, der möge das bitte tun, gar keine Frage. Da bin ich der Letzte, der sagt, nee, komm, du hast hier jetzt so gut gekämpft. Ich glaube, bis auf zwei Leute, bis auf Hausfrau Uschi und einen, den ich leider entlassen musste, der hat hier halt nur abgehangen. Haben hier alle ihre Angriffe gemacht. Sie haben geübt, sie haben hier Sterne geholt und sie haben vor allen Dingen den Bonus mitgenommen. Das fand ich natürlich sehr, sehr gut. Der Clan hat den Bonus hier mitgenommen. Wir sind mitten in den Clan-Spielen, also sauberes Ding hier vom Wasp auf die Nummer 1, 9 auf 1. Ich hätte fast gesagt, ich bin ganz, ganz außer Atem. So muss das sein. 90 Sterne, 54 Angriffe. Also echt nettes Ding und der nächste Clankrieg riecht schon so ein bisschen danach, dass es auch wieder was werden kann, denn ich kann ja ruhig zeigen, wir sind in der Vorbereitung auf unseren nächsten Clankrieg hier und wir haben hier mal wieder nur 9er, das wisst ihr, wir nehmen hier nur 9er, 8er, 7er, 6er, je nachdem, es geht hier runter, glaube ich, das letzte Rathaus hier ist die Hausfrau Uschi mit einem Rathaus 6. Aber der Gegner hier hat auch oben nur Rathaus 9, hat hier ein paar 8er, hat hier ein paar 7er, 6er und Rathaus Uschi könnte ihre ersten Sterne machen. Richtig geiles Ding hier, muss ich mal so sagen. Und ich bin wirklich gespannt, wie das ausgeht. Und nach 20 Minuten bin ich jetzt auch wirklich am Ende, also heute mal ein etwas längeres Video. Dafür gab es ja gestern keins, es wird noch eins kommen zu Save the Internet von mir. Also auch ich habe da so ein bisschen mein Statement abgegeben. Natürlich machen wir ein bisschen Clash of Clans, gar keine Frage. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Rathaus 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. Hat euch so ein bisschen gefallen? Wenn ja, dann lasst mir am Ende wie immer
Nein, nicht wie immer. Wie schon so häufig. Auch dafür immer lieben Dank. Ich verfolge meinen Kanal, das könnt ihr mir glauben. Und ich bin ganz, ganz stolz auf vor allen Dingen euch, die Community, die mir nach wie vor hier echt super die Stange hält, auch wenn es manchmal zeitlich ein bisschen eng wird oder wir so ein bisschen ausschweifen. Finde ich wirklich, wirklich nett. Ihr werdet mich auch wieder live erleben, gar keine Frage. Ich hatte ja gesagt, aus dem Community-Clan, das ist nichts Offizielles hier. Da muss ich nicht unbedingt live streamen, aber ich glaube, den Leuten hat das hier A gefallen, dass sie mit uns so ein bisschen battlen konnten. Ja, vielleicht auch mit mir. So ein kleiner Bonus mag ja da sein, aber nehmt mich bitte, bitte, bitte als ganz normaler Spieler hier in euren Reihen auf, denn ihr habt das ja gehört, so möchte ich das eigentlich haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefüge, was uns im Moment hier zusammenhält. Also kommt hier ruhig rein. Die Pokale sind im Moment auf 1000. Wer Bock hat, vielleicht die nächste Liga mitzuspielen. Es kristallisiert sich ein bisschen raus, dass wir nur Rathaus 9er werden in der nächsten Liga. Ach, da bin ich noch so ein bisschen im Zwiespalt, wie wir das da regeln und machen. Aber seid drauf gespannt. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Bis dahin, euer Toto Clash.